Endlich gibt es einen Starttermin für Paramount Plus. Und zwar ist das der 8. Dezember 2022. Und besonders interessant für Sky Cinema Kunden, denn da ist der Dienst schon mit drin. Also der Dienst startet in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gleichzeitig. Wie schon gesagt, für Sky Cinema Kunden fallen keine Mehrkosten an. Und es scheint so, als ob die App innerhalb von Sky Q bereitsteht. Ich kann jetzt hier nicht so richtig rauslesen, ob es noch eine einzelne App gibt, also eine Paramount Plus App, die man dann auf dem Fernseher installieren kann, oder ob man da wirklich Sky Q braucht. Das weiß ich gerade nicht. Paramount Plus kostet 7,99 € im Monat, beziehungsweise 79,99 € im Jahresabo. Also wie immer im Jahresabo einfach nochmal einen Tick günstiger. Natürlich gibt es ein paar Filme zum Start, ein paar neue Serien und so weiter und so fort. Uns interessiert natürlich Star Trek und Strange New Worlds wird zum Start verfügbar sein. Eine Doppelfolge pro Woche, bis dann eben die Staffel rum ist. Discovery, die neue Staffel, wird auch auf Paramount Plus zu sehen sein. Und was ich auch ganz gut finde, nicht nur auf Togo läuft Prodigy, sondern Prodigy wird auch in Paramount Plus zu sehen sein. Also wir müssen da, beziehungsweise wir sind da nicht auf Free TV angewiesen. Wir können das dann alles innerhalb von Paramount Plus genießen. Und wir warten ja alle sehnsüchtig, dass wir endlich Strange New Worlds auch sehen können, eben auf Deutsch. Ja, 8. Dezember. Dann geht's los. Im November wird Prodigy ja schon auf Togo ausgestrahlt. Das ist so ein Kindersender. Da werde ich mich mit beschäftigen. Das heißt, im November geht es mit den ersten Recaps los, also ein Recap-Format, dass ich eben die Serie schaue und dann ein bisschen dazu plauder und dann können wir uns auch wieder austauschen. Und ja, ab 8. Dezember geht es dann eben mit Strange New Worlds los. Auch dazu gibt es dann hier Material auf diesem Kanal. Also sowohl der November als auch der Dezember werden spannende Monate für uns. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Video. Ciao.